Wie seid ihr auf euren Bandnamen gekommen? Ah, schon wieder die Frage. Und immer keine Antwort bereit. Wir haben immer keine Antwort auf diese Frage. Also, ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich bin ein sehr belesener Typ und habe so viele Bücher in meinem Leben gelesen. Und irgendwann gab es schon ein Buch auf Englisch zu lesen und da stand dieses Wort mit dem. Mit der Zuckung, mit dem sich einen runterholen drinnen und irgendwas immer noch drauf kommen. Das passt eigentlich perfekt zu uns und somit heißen wir Jerks. Okay. Wie lange gibt es die Band schon? Schon wieder so eine Frage. Seit 2000. Okay. Einige von euch kommen ja aus der Region. Von wo also? Also der Erwin kommt ursprünglich aus Kärnten, genau aus der Region. Ich bin ursprünglich Gleisdorfer. Also, bist du echter Gleisdorfer? Ja, Pseudo-Gleisdorfer. Pseudo-Gleisdorfer, Gleisdorfer. Umliegende Gemeinde Gleisdorfer. Ich komme aus dem Norden der Steier. Aber eins der ersten Jerks-Konzerte, wo ich dabei war, das war sogar in dieser Location. Das ist aber ein paar Jahre her, oder? Ich glaube, 10, 8 Jahre. So lange ist es ja gar nicht. Es kommt, es kann, muss frühestens 2000 gewesen sein. Also zurzeit lebt ihr jetzt in Berlin. Mhm. Habt ihr da Band-WG? Wir haben zwei WGs. Zwei WGs? Penthouse. 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 Geht es euch da teils nicht irgendwie auf die Nerven, oder? Nicht nur du. Wir sind es gewöhnt, dass wir uns auf die Nerven gehen. Also es ist ganz normal. Habt ihr irgendeinen berlinerischen Akzent oder so angenommen? Also wir könnten Berliner, wenn wir wollten. Keber. Okay. Wer will das schon? Keber, Keber mit alles. Du kannst es nur verbessern. Auf jeden. Auf jeden, weißt du? Ringe hauen. Einmal Ringe hauen hier in die Tube, wa? Menno. Gibt's die Tube, wa? Ich glaube, wenn uns jetzt irgendein Berliner hören wird, würde sie uns abkugeln, aber wir bemühen uns. Okay. Nicht zu Berliner. Wenn wir ja Weizer sind. Gleisdorfer. Steiner. Kärntner. Das ist Steiner, man. Also am 29. kommt jetzt euch ein neues Album raus. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Wie viele Songs sind drauf? Wer hat mitgewirkt? Also. Wie hat man mitgewirkt, alle? Definitiv. Wie lange das wirklich gedauert hat, ist eigentlich schwer zu sagen, weil zwischen den Studiozeiten hat es immer wieder mal Bodenlegen gegeben in der Wohnung, Zimmern einrichten und so weiter. Es gibt mehrere Features auf dem Album. Ein Feature ist mit Gur Dalakara. Ja. Wir haben die Bläsersätze bei einem Song von uns gemacht. Die gefährlichste Blaskapelle des Streits. Zum Song, shut up. Das war das Zeichen für Joe, telefoniert. Dann gibt es einen Remix eines Schweizer DJs, DJ Toxic, zum Song Sick. Und es gibt einen Hip-Hop-Song mit einem ganz bekannten Rapper, Serk. Und, was noch? Es gibt ein Blues-Hub-Solo, erstmals auf einer Jerks-CD. Freude. Das spielt der dann. Ist eine Tour zu euch am Album geplant? Wohin oder wie lange? Es gibt, also wir sind sowieso ständig unterwegs und von daher ist eigentlich jede Show, die nach dem Album Release ist, ist eigentlich quasi zählt zur Tour. Aber die richtige Tour ist erst im Herbst. Spielt ihr schon Lieder vom neuen Album? Und wenn ja, heute? Wie lange? Na überhaupt. Wie lange schon? Erst seit zwei Konzerten. Warum? Was? Du musst jetzt eine Zwischenfrage stellen. Ja, natürlich, weil wir haben bei unserem ersten Konzert haben wir schon Remember gehört. Ach so, richtig. Ja, richtig. Lügner. Dummelplatz. Ich bin ein Lügner. Ja, stimmt. Wir rechnen ja anders. Wir haben da irgendwie echt eigene Zeitrechnung. Die Tests sind neun Nummern, seitdem wir im Studio angefangen haben. Also seit letztem Jahr, eineinhalb Jahren. Und zumindest ein paar neue Songs haben wir schon ausprobiert. Aber es wurden ein paar Songs aufbehalten, um die erst später zu performen. Und die spielen wir erst zu zwei Konzerten. Und auch heute. Es gibt sicher einige, die ihr noch nicht kennt. Definitiv. Ihr habt vor kurzem einen Videodreh gehabt. Da waren auch Models und Skateboarder. Wie seid ihr zu denen gekommen? Hat es da ein Casting gegeben? Oder? Es hat eigentlich auch
Online-Casting gegeben. Also es durften sich alle Interessierten bewerben und dann nach Online-Bewerbungen ist irgendwie so ein Ausschlussverfahren von Komparsen, von Models, von Cheerleaderinnen, von Bikern, Skateboardern bis hin zu uns. Das war recht eine kurzfristige, spontane Aktion. Da waren, ja, es ist recht schnell gegangen. Heißluftballonfahrer waren am schwierigsten. Das stimmt. Die waren echt scheiße zu kriegen. Das hat der Erwin gemacht. Aber das mit den Eisläufern nicht so übel. Das hat funktioniert. Ja, das hat dann der Erwin organisiert. Aber die sind dann davon gelaufen. Ja, aber nur wegen den Flammenwerfer. Eben, und deswegen sind die leider nicht mehr im Video. Ja. Dann sind aber die verkohlten Überreste. Aber das waren jetzt die Einläufer am Eisfeld und Flammenwerfer. Nee, das sind Flammenwerfer, waren ja die anderen, die eigentlich die Kranfahrer hätten sein sollen. Stimmt, das und das war echt dann so kompliziert am Ende. Ja. Auf jeden Fall hat es den Cheerleadern, die da dort waren, das von den Berlin Bears so gefallen, dass sie die ganze Zeit nur getanzt haben. Und die sind dann auch da geblieben und die sind dann auch im Video. Anschauen. Und wann wird das Video veröffentlicht? Jetzt. Heute? Jetzt. Ja. Also Premiere hat es ja schon gegeben, wo man sich das wirklich live im Konzert ansehen konnte. Aber wirklich zu sehen gibt es bald auf GoTV, bald auf MySpace, bald auf YouTube, bald auf diversen Musikkanälen und Sendern. Ja, okay, dann danke. Bitte, gerne. Bitte schön.